Dann wollen wir mal. Springen wir jetzt zurück? Okay, alle sind raus. Ja. Lionel, was zur Hölle geht hier ab? Ich bin in den Tempestraum gegangen, wie du es mir erzählt hast, und jetzt bin ich wieder im Kontrollraum. Warte. Christina hat sich eingeloggt. Was? Wie bist du hergekommen? Steve hat sich eingeloggt. Chris, du lebst. Oh, ich wusste, du lebst. Sind wir jetzt alle zurückgesprungen? Also wie bist du, wie bin ich hergekommen? Christina ist auch zurückgesprungen. Wir sind alle zurückgesprungen. Wie cool. Stimmt, das macht auch voll Sinn. Egal wie wir sterben, wir sind ja trotzdem zurückgesprungen. Und wenn wir zurückspringen, sind die anderen auch noch am Leben. Und die wissen es auch. Weil beim Zurückspringen haben sie noch die Erinnerung von dem, bevor sie starben und zurückgesprungen. Also bevor sie gestorben sind, nachdem sie zurückgesprungen sind. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Oh, ist das geil. Oh, das brauchte ich jetzt auch mal, weil Dr. Who gerade wieder Pause hat. Chris, du bist am Leben. Ich wusste es. Steve, ich dachte, du wärst tot. Ich? Troy hat sich eingeloggt. Oh, Leute, ihr erinnert euch. Endlich erinnert ihr euch. Troy, das ist doch alles ein Trick von dir, oder? Nein, ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich glaub, dass dem du das Feuer gelegt hast. Ich habe das Feuer nicht gelegt. Ach, du kannst jetzt nicht einfach deine Geschichte ändern. Steve, er sagt die Wahrheit. Was meinst du? Deiner hat sich eingeloggt. Wow. Ich wusste, irgendwann wird's passieren, irgendwo. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich Zeuge davon bin. Du weißt, was hier abgeht? Aber jetzt erstmal für die wichtigen Sachen. Hat hier irgendjemand einen Code? Ich hab dir meinen erzählt, RFTS. Aber hat jemand auch noch andere Codes? Oh, ich hab einen, das stand IRHH. Warte, ich schreib die mal auf, einfach nur, weil ich Angst hab, dass irgendwas passiert. IRHH, ich denk mal, das ist egal. Das Spiel ist eher so ein Erleben. Ich habe SOEE. Das sind diese Capture-Sachen, die man eingeben muss. Perfekt! Besucher. Ich gebe zu, ich... bevor wir uns das letzte Mal getrennt haben, habe ich etwas gefunden mit dem Code EMAS. Ob das wohl... irgendwas gibt das. Die Buchstaben sehen so aus, als ob es irgendwie zusammen einen Satz gibt oder sowas. Scheiße, daran bin ich so schlecht. Jetzt! Aktiviere alle Codes. Okay. Yes. Code. 4 Codes. Du hast völligen Zugang. Völliger Zugang? Du kannst nun 4 Türen schließen. Anstelle von nur einer. Lionel, sag uns jetzt, was zur Hölle hier abgeht. Warum ist jeder wieder im Leben? Ich hab dafür jetzt nicht Zeit. Calculation. Yes! Keine Toten. Keine Toten zu erwarten? No one has to die! Keiner muss sterben! Jetzt, wo wir die Codes haben, sind wir alle sicher. Lass uns hier rauskommen. Düm, 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 düm. Bum, bum, bum. Yes! Fantastisch! Wir leben alle noch! Super! Aber du musst uns immer noch... ich erwarte immer noch eine Erklärung. Wie können alle wieder am Leben sein? Wie bin ich wieder hier? Wo ich war, bevor das Feuer gestartet ist. Und warum sind die Räume nicht abgebrannt? Besucher, weißt du noch, was ich dir erzählt habe? Ja, du hast eine Zeitmaschine erfunden. Unmöglich. Naja, ist ein bisschen anders als eine Zeitmaschine. Dein Verstand wird einfach nur anstelle deines Körpers weitergebracht. Richtig. Warte mal, aber was ist mit ihrer Mutter? Gibt es denn ganz viele verschiedene Zeitlinien? Es funktioniert nach vorne. Aber zurück. Zurück. Stirbt jemand. Und sie kommen nie wieder zurück in ihren Körper.
Und das ist die Geschichte, die ich dir erzählt habe. Diese Person, die du getötet hast, war meine Mutter, du Arschloch. Was? Deine Mutter starb doch wegen eines Tumors im Hirn. Das hast du mir erzählt? Das war eine Lüge. Lionel hat meine Mutter in Tests für irgendein Bullshit-Zeitmaschinen-Ding getötet. Also habe ich das Feuer gelegt. Ich habe es gelegt, um Lionel zu töten. Ich wollte seine ganze Firma in Ruin treiben, bevor es noch mehr Leben zerstören kann. Das glaube ich dir nicht, Chris. Na, das habe ich mir irgendwie gedacht, Christina. Aber deine Mutter ist nicht tot. Was meinst du? Ich habe ihr doch ihren Körper gesehen. Und du hast ihr Hirn genommen. Deshalb haben sie das Hirn genommen. Wenn sie wieder zurück... Nein, das macht keinen Sinn. Was? Das war jetzt einfach. Puh, warte mal, aber hä? Wenn sie jetzt wieder zurück in ihrem Kind ist, erinnert das nicht diese ganze Zukunft? Was ist, wenn sie sich entscheidet als Kind mit der Erfahrung, ich werde jetzt nicht den gleichen Mann nehmen? Okay. Lionel, antworten. Deine Mutter ist nicht tot, aber das ist sehr schwer zu erklären. Als wir deine Mutter zurück in die Zeit brachten, ist sie nicht zurückgekommen in ihren Körper. Aber es gab keine Logikfehler darin, weil die Maschine ist perfekt. Die Maschine ist dieser Tempestraum, richtig. Richtig. Aber wir haben viele Experimente gemacht und dann kamen wir zu einem faszinierenden Ergebnis. Wenn unsere Testobjekte in die Zukunft gingen, war die Zukunft ja noch nicht fertig. Also hat sich die Zeit so hingedehnt, dass es nachher auch wieder zurück in den Körper gehen konnte. Das heißt, dort bleibt man in der gleichen Zeitlinie. Wenn man aber zurückreist, ist es nicht so einfach. Denn der Verstand verirrt sich im ganzen Raum- und Zeitgefüge. Oh fuck, Entschuldigung. Oh fuck. das kommt davon, wenn man eine Maus und Scrollrad hat. Es muss ja ein Körper finden. Ein Körper, der diesen Verstand schon hat. Und ein, der existiert, als er weggeschickt wurde. Was? Aber es findet nicht immer diesen Körper in dem eigenen Universum. Ich komme nicht mit. Unsere Recherchen geben an, dass es unendlich viele Universen gibt. Fast jede ist gleich. Nur eine Minute Unterschied zwischen ihnen. Also wenn Christinas Mutter zurück in der Zeit gereist war, war sie nicht allein. Trilliarden von ihr oder mehr sind gleichzeitig mit ihr gereist. Und sie sind in verschiedenen, zufällig ausgewählten Zeitlinien angekommen. Einige in der gleichen. Andere haben den Verstand der anderen überschrieben. In einigen Zeitlinien wissen einige gar nicht, dass Christinas Mutter jemals weg war. Oder dass das, was jetzt in ihr drin ist, nicht von diesem Universum kommt. Oh mein Gott. Warte mal, hä? Nur ein paar Ausnahmen würden da landen, wo sie angefangen haben, in ihrem eigenen Universum. Okay, aber viele Zeitlinien sind bestimmt auch so entstanden, dass kein anderer Verstand den Körper fand und damit Christinas Mutter hier leblos lag. Der Körper war leer und damit war sie tot. Aber ihr Verstand, ihr Wesen
ist in einer anderen Zeit, irgendwo in einem anderen Universum, was ich überhaupt nicht gut finde. Was interessiert es mich, wenn was im anderen Universum passiert, wenn ich in diesem Universum bin? Das ist total doof. Na, ich kaufe dir nichts davon ab. Aber es erklärt alles. Das erklärt, warum alles immer und immer wieder passiert. Das ist, warum wir alle hier sind. Ja, es hat mir eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe. Aber wir wurden hier alle zurückgebracht durch die Tempestmaschine. Besucher. Erinnerst du dich an eine Zeit? Du erinnerst dich doch an eine Zeit, wo du alle hast sterben lassen, bis auf mich, richtig? Ja, du hast mir den Zugang zum Tempestraum gegeben. Ja, jeder dieser Leute hat eine andere Realität. Eine Realität, wo sie die einzigen Überlebenden waren. Richtig. Ich musste warten. Und zusehen, wie Chris starb. Ich musste warten, während ihr alle starb. Immer und immer wieder. Am Ende dieser Realität, der Überlebende ist in den Tempestraum gegangen. Und die Uhr war fest ausgelegt auf den Anfang des Unglücks. Wegen der Sicherheit. Wenn wir alle nacheinander die Maschine gingen, wurden wir. Was? Jetzt wird's. Wow. Wurden wir random, also willkürlich in irgendein Universum geschossen. Einige wurden dann geschossen, wo wir gestartet haben. Und die anderen haben sich nicht erinnert. Aber da sind einige Universen, die so sind. Und einige, wo die Chance besteht, dass alle von 5 unterschiedlichen Universen in eine zurückfallen. Ja, das ist aber, wenn man überlegt, wie oft das passiert ist. Also warten wir nur auf dieses Universum und in allen anderen Universen leiden wir. Und deshalb sind wir alle zusammen. Mit Erinnerungen an verschiedenen Zukunften. An verschiedenen Zukunft. Oh mein Gott. Stimmt. Okay. Wow, ja, richtig. Aber die Chancen dazu sind praktisch null. Eigentlich, es gibt so viele Universen, es war eigentlich relativ möglich. Nee, wie heißt das? Es war sicher. Es gibt bestimmt hunderte von Universen, in dem gerade das passiert, was hier gerade passiert. Naja, nichts davon klingt so, als ob es relativ sicher wäre. Nicht sicher. Ziemlich möglich. Aber es ist die Wahrheit. Okay. Hä? Wie kann ich denn Lionel retten? Hä? Ich kann Lionel nicht. Ah, doch, natürlich, hier. So, dann geht das Wasser. Das müsste es sein. Jetzt machst du wieder aus. Oh nein! Oh. Ich habe vergessen, das zuzumachen. Entschuldigung. Das ist ja ziemlich egal. Nein, warum? So. 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 Danke. Ist doch nicht so kompliziert. Gut, dass wir da Wasser haben. Hey, Leute. Alle eure Wege treffen sich hier, oder? Tun sie?
Ja, müssen sie eigentlich. Also werden wir uns alle in Person treffen können. Kein Feuer entdeckt. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, dich wiederzusehen, Chris. Es ist aber nicht wirklich deine Chris. Also doch deine Chris, aber nicht die Chris. Das ist sehr seltsam. Und außerdem, der Steve, der in der Welt war, ist ja jetzt eigentlich ja tot. Es wurde ja überschrieben. Also sein Wesen. Das ist sehr doof. Cool, aber irgendwie auch. Mein Fuck. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Ach, ich auch. Ich kann es nicht fassen, dass du am Leben bist. Ihr seid beide am Leben. Beeilt euch. Ich bin schon hier. Okay, ich komme. Ich kann dich sehen. Ich bin da. Ich auch. Hat irgendjemand meine Tür entriegelt, damit ich auch runterkomme? Hallo? Leute? Könnt ihr bitte aufhören, miteinander zu reden und auf eure Computer achten? Typisch. Und was mache ich jetzt? Besucher? Christina, kannst du Lionel bitte fragen, ob er die Tür für mich öffnet? Nein, tut mir leid, ich glaube, ich habe nicht die Möglichkeit. Ist irgendwas? Ist irgendwas? Wo seid ihr? Bin kurz weg. Ich bin bei Tempest. Ich muss. Sie ist Christi. Sie ist ihre Mutter. Nein, das macht ja keinen Sinn. Ihre Mutter weiß ja, was los ist. Ich war nicht wirklich ehrlich mit euch allen. Was meinst du? Ich war hier schon mal. Ja, hast nicht leider zugehört? Wir waren alle schon mal hier. Nein, nein. Ich war hier schon mal. Also eine Zeitlinie wie diese, wo wir alle überleben. Aber die Dinge waren irgendwie ein bisschen anders damals. Zum Beispiel, ich habe Lionel gefragt, wo die Steuerung für Tempest war. Und er meinte auf B2 in meiner Sektion. Und später hat er mir erklärt, dass die Maschine den Verstand nicht zurückbringen kann. Was? Hä? Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Er hat erzählt, dass die Maschine den Verstand nicht zurückbringen kann vor dem ersten Mal, wo es angemacht wurde. Und das war, als meine Mutter zurückgesendet wurde in Zeit. Also dachte ich, ich probiere es nochmal. Und ich bin in die Maschine. Oh mein Gott. Und dieses Mal waren wir bei B1. Und ich habe die Maschine so weit zurückgestellt, wie es geht. Zu dem Moment, wo ich meine Mutter verloren habe. Und ich werde jetzt zurückgehen. Ich werde jetzt 3 Jahre zurückgehen, um meine Mutter zu finden. Das ist verrückt. Was ist, wenn du in einem anderen Universum landest, wo sie ganz verschwunden ist? Dann werde ich hier einbrechen. Und dann werde ich nochmal zurück. Und was ist mit den Leuten, denen du wichtig bist in diesem Universum? Was ist mit Steve? Du solltest es wissen. Du solltest es besser wissen als alle anderen, wie es sich anfühlt. Du musstest dich entscheiden zwischen einer Person, zwischen der Glückseligkeit einer Person über der anderen. Immer und immer wieder. In der Zeit, wo du herkamst, hast du sogar mich umgebracht. Ich wünschte, ich könnte Steve und meine Mutter beide haben, aber ich habe diese Entscheidung leider nicht. Und ich habe viel zu lange mir gewünscht, endlich wieder mal bei ihr zu sein. Ich kann jetzt nicht zurück. Und außerdem, in dieser Welt bin ich ein Mörder. Ich bin ein Brandstifter. Ich habe keinen Platz hier. Christina. Irgendwie ist es feige von dir auch. Du hast 2 Leute umgebracht. Mehr. Du wirst mich doch nicht aufhalten, oder? Nein, nein, werde ich nicht. Bitte sag Steve, dass es mir leid tut und ich liebe ihn. Und erzähl ihm, dass ich mir wünsche, dass wir vielleicht irgendwo, also irgendwann, uns wieder treffen.
aber für jetzt ist es ein Leb wohl. Leb wohl. Ich wünsche dir viel Glück. Danke. Ich denke, ich brauch's. Christina hat Verbindung getrennt. Der Besucher hat die Verbindung getrennt. Und ich kam trotzdem nicht aus dem Kontrollraum raus. No one has to die. Das stimmt. Und auch irgendwie nicht. In einem Universum musste keiner sterben. In diesem Universum schon. Weil so gesehen werden wir ja trotzdem einen leblosen Körper vorfinden, nämlich den von Christina. Und alle anderen haben Schaden. Troy kann nicht mehr. Lionel hat extrem viel zu erklären. Und Steve hat seine Liebe verloren. Und ich kriege bei meinem Chef Ärger, weil die Pizza zu lange gedauert hat. Irgendwas habe ich gebracht und ich war nie in Gefahr. Das ist doch ganz gut. Nur nicht mal Credits? Ein super geiles Spiel und keine Credits. Wow. Das war No One Has to Die. Es war natürlich eigentlich nur ein Vorlesen. Aber vielleicht hatten ja einige genauso wie ich Spaß an dieser Geschichte, die, wow, mich jetzt ganz schön lang, 1,5 Stunden, wie ein sehr guter Film gefesselt hat. Und ich bin zufrieden mit dem Ende und ich bin zufrieden mit allem. Und Lob an die Macher. Ich sowas gerne wieder und sowas auch gerne mal in groß, also in richtig sowas. Davon können sich die großen Spiele eine Scheibe abschneiden, weil große Spiele haben meistens Logiklöcher und können das nicht gut machen. Hier war es wirklich die Entscheidung. Es war ein kleines, süßes Spiel, wo man nicht lange warten musste, wo die Entscheidungen cool waren, wo es mir auch manchmal schlecht ging, weil ich mich entscheiden musste. Ich wünsche euch was. Auf dass euer Universum gut ist. Denn wir können nicht springen. Und selbst wenn wir könnten, wer weiß, wo wir landen. Vielleicht sind wir jetzt schon gelandet. Vielleicht landen wir nie.